Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und ja, Kulturzentrum Kreuz e.V. ist ein gutes Stichwort, denn zwei, ja, ich würde sagen, die guten Seelen des Kreuzes sitzen gerade vor mir. Noch beide noch nicht so lange dabei. Beide zum einen in Ausbildung, zum anderen die Ausbildung bei uns beendet, zumindest beim Herzberg-Festival. Bei mir sitzen heute Madeleine Scheibelhut. Hi. Und Muriel Heiland. Hallo. Hallo. Hallo ihr zwei. Ich habe es gerade gesagt, ihr seid die guten Seelen des Kreuzes. Was genau macht ihr denn oder was ist eure Position, Madeleine? Ich fange mal mit dir an. Ja, also ich mache zum größten Teil eigentlich die Veranstaltungsvorbereitung, Durchführung und Nachbereitung, genau für die Veranstaltung im Kurzkreuz in Horras, aber auch ja für die Orangerie, wenn wir uns da einmieten, oder Landesmusikakademie, genau, und da bereite ich eben die Veranstaltung vor, habe Kontakt mit den Agenturen und genau, ein großer Teil ist natürlich auch bei mir vom Herzberg-Festival, den Kontakt mit den Händlern und die Vorbereitung mit denen und die Vertragsvereinbarung. Genau, das sind so die wesentlichen Aufgaben von mir. Und wie ist es bei dir, Muriel? Also bei mir ist es auch sehr ähnlich. Ich mache die Vorbereitung und Nachbereitung für den Kulturkeller. Der ist beim Museumshof, den kennen bestimmt einige von euch. Ich bin ja auch in der Ausbildung, das heißt einmal in der Woche, manchmal auch zweimal in der Woche, bin ich dann immer noch in Kassel in der Berufsschule. Ja, und hauptsächlich ist es so, dass wir Zeiten im Büro haben. Da bin ich dann eben damit beschäftigt, die Veranstaltung vorzubereiten, bin in Kontakt mit den Agenturen, gucke, dass der Vertrag bearbeitet ist, dass die Hotels gebucht sind. Und ja, der andere Teil ist dann eben direkt bei der Veranstaltung vor Ort im Kulturkeller. Wir blicken gleich nochmal ein bisschen detaillierter an eure Arbeit, denn das ist super spannend. Das ist ja auch die Arbeit, die ich auch mache oder lange gemacht habe. Gerade auch die Aufgaben, die ihr habt, waren auch früher mal meine Aufgaben zu der Zeit. Du hast gerade gesagt, du bist noch in Ausbildung bei uns. Madeleine, du hast deine Ausbildung beendet. Das allerdings beim Herzberg-Festival, weil du während Corona doch schon deutlich mehr auch fürs Kreuz aktiv warst. Ja, richtig. Also ich habe meine Ausbildung beim Herzberg-Festival begonnen. Und genau, während der Corona-Zeit leider, also 2020 habe ich meine Ausbildung da begonnen, war aber tatsächlich noch bei dem Festival 2019 zum Glück mit dabei. aber in meiner Ausbildung habe ich tatsächlich auch gar kein Herzberg-Festival bekommen, leider. Genau, und da das Herzberg-Festival und das Kulturzentrum Kreuz ja in einem Büro, sage ich mal, sind und auch sehr eng zusammenarbeiten, war das dann eigentlich klar, dass ich so ein bisschen auch ein paar Teilaufgaben beim Kreuz eben bekomme. Und so gab es dann, ja, sage ich mal, im letzten Ausbildungsjahr so einen kleinen Umschwung zum Kulturzentrum Kreuz. Und nach meiner Ausbildung haben wir dann auch schnell festgestellt, dass es für mich mehr Sinn ergibt, dann beim Kreuz anzufangen, aber meine Aufgabe beim Herzberg mit den HändlerInnen natürlich noch so zu behalten. Genau, ja. Wir gehen auch bei euch natürlich, wie bei jedem Gast, auch mal zurück und fangen da ganz vorne an. Bei euch ist es gar nicht so lang zurück, muss man sagen, wie bei einigen Gästen, die wir ja auch schon hatten. Aber vielleicht für die Hörer, die es warum auch immer nicht kennen sollten, das Kreuz ist natürlich hier der große Veranstalter hier in der Gegend. Wir sind für einen Großteil der Veranstaltung zuständig, im Kreuz natürlich, aber auch im Kulturkeller. In der Orangerie sind wir mit vorne mit der Stadt zusammen. Im Esperanto veranstalten wir regelmäßig. Und natürlich unsere große Reihe, die wir hatten, Kultur findet statt. Wolfgang Mordian, Katja Schmierler-Wortmann sind quasi unsere Vorgesetzten. Die ja, verteilen quasi die Aufgaben, beziehungsweise haben wir ja feste Aufgaben. Und wir blicken gleich mal hinein, wie so ein Alltag, wie so ein Arbeitstag aussieht, anhand von einer Veranstaltung vielleicht sogar oder noch von der Vorbereitung. Aber bei euch fangen wir, wie gesagt, auch ganz vorne an. Madeleine, wir fangen mit dir an. Du bist tatsächlich eine gebürtige Fulderin, zumindest hier in der Gegend aufgewachsen. Ja, richtig. Genau, geboren bin ich in Fulda, aber aufgewachsen in Blankenau. Also das ist, liegt in der Gemeinde Hosenfeld, das ist so 18 Kilometer von hier entfernt. Genau, und war eigentlich schon immer in Fulda und bin hier auch auf die Schule gegangen. Da wohnst du auch noch in Blankenau? Ja, in Blankenau wohne ich noch. Hast du schon immer relativ früh den Wunsch gehabt, irgendwas mit Kultur zu machen? Also bei mir war relativ schnell klar, dass ich nicht den, sage ich mal, 0815 Bürojob machen möchte. Ja. Genau, weil ich auch schon ziemlich früh angefangen habe zu tanzen und dann war ich bei vielen Aufführungen dabei und auf vielen Events. Und irgendwie ist es auch so in meiner Familie, dass einfach man auf vielen Veranstaltungen oder auf vielen Tanzveranstaltungen oder Meisterschaften immer dabei war. Und genau, dann bin ich durch meine Tante tatsächlich dann aufs Kreuz gekommen, weil sie früher auch hier gearbeitet hat. Und so habe ich dann im FOS, also in meiner
meiner Fachabi-Zeit hat man ja auch so ein Praktikumsteil und da habe ich mein Praktikum beim Kreuz eben angefangen und war dann dreimal die Woche beim sozusagen mein Praktikum im Kreuz, 2 Tage die Woche in der Schule. Und genau, in der Zeit hat sich irgendwie auch für mich so sehr rauskristallisiert, dass ich die Arbeit so mit Menschen und auch auf den Veranstaltungen so super gerne mag. Mhm. Und auch so diese, ja, dieses Zusammenspiel mit den Künstlern. Dieses auch, Zusammenspiel, ja, mit den Künstlern, aber auch mit den Kunden, ja, diese, dieser Mix eben, dieser, ja, gute Mix. Und genau, und danach war eigentlich dann für mich klar, dass ich in die Veranstaltungsbranche will, weil das eben so super abwechslungsreich ist und irgendwie zu mir passt. Es war ein ganzes Jahr Praktikum, was du bei uns gemacht hast. Ich erinnere mich auch noch sehr gerne daran. Du warst auf jeden Fall eine meiner Lieblingspraktikantinnen. Aber ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal gesagt habe. Das hast du ungefähr zu jedem gesagt, ja. Das stimmt. Bei dir habe ich so gemeint. Ah, okay. Das war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und ich war auch sehr froh, dass du dann gesagt hast, du willst zumindest beim Herzberg, beim Kreuz war ja damals kein Platz frei, der Ausbildung machen. Genau, also beim Kreuz war damals auch kein Bedarf leider da. Und genau, wegen der engen Zusammenarbeit haben die dann halt eben gesagt, ja, fang doch beim Herzberg an. Da haben die nämlich noch jemanden gesucht, weil da natürlich auch super viele, ja, Teilaufgaben irgendwie gemacht werden müssen. Und ja, bin aber auch ziemlich froh, dass ich diesen Herzberg-Aspekt noch dabei habe, weil ich auch merke, dass diese Mischung zwischen Kreuz und Herzberg doch auch irgendwie so das ist, was ich cool finde, so, weil das dann doch sehr unterschiedliche Sachen auch sind. Du hast ja in diesem Jahr das erste Mal wirklich im Rahmen deines Jobs, vorher war es ja deine Aushilfe, das Festival auch mitgemacht. Wie war das für, ja, dich? Also für mich war das sehr schön. Im Allgemeinen. Also ich habe natürlich die ganze Vorarbeit gemacht und Kontakt zu den HändlerInnen gehabt und die Verträge verschickt und genau, in sehr enger Zusammenarbeit auch mit Katja alle Abmachungen dann getätigt. Und dann war es richtig cool, am Festival halt auch diese ganzen Menschen endlich mal zu sehen, mit denen ich gemailt habe. Und alle waren schon so, ey, ich freue mich richtig, Madeleine, dich zu sehen. Ach, du bist Madeleine. Ja. Genau, weil ich ja dann auf dem Festival an der Händlereinfahrt, ja, auch gearbeitet habe. Genau, da gibt es ja unterschiedliche Einfahrten auf dem Festival und ich war eben, ja, logischerweise an der Händlereinfahrt. Und für mich war es richtig schön, die ganzen Leute mal so zu sehen, und ja, dieser ganze Festival-Vibe, sage ich mal, hat sich dann auch, also das Warten hat sich gelohnt, sagen wir es so. Ich möchte gleich mit dir nochmal über eine andere Sache reden, bevor wir dann über deine alltägliche Arbeit reden. Aber kommen wir erstmal zu dir, Muriel. Du hast ja auch das Herzberg-Festival dieses Jahr mitgemacht. Das als Übergang. Wie war es für dich? Also mich war es total spannend, weil ich die ganze Zeit irgendwie von allen im Büro gehört habe, wie besonders dieser Moment ist. Und ich auch noch nie beim Herzberg war, obwohl ich auch in Fulda aufgewachsen bin. Und ja, ich habe im Vorfeld das Lesezelt betreut oder vorbereitet, mit dir zusammen, ja. Da haben wir ja genau eng zusammengearbeitet, das stimmt. Genau, und das war irgendwie total cool, einmal zu sehen, welche Künstler da sind, was alles so gebraucht wird auf dem Festival überhaupt, an was man denken muss, auch irgendwie Shuttle-Service oder nicht, wie kommen die Leute hin, wie kommen die Leute weg, wo übernachten die überhaupt. Also es war echt vieles, an das man denken musste, obwohl es nur in Anführungszeichen so eine kleine Bühne war. Ja, das war ziemlich cool. Und dann am letzten Tag habe ich auch mit ein paar Künstlern mal gesprochen und die haben einen so angestrahlt mit ihren Augen und so gesagt, oh, es war so ein toller Moment. Und ja, da hat man so gemerkt, die ganze Arbeit im Vorfeld hat sich total gelohnt. Ja, vor Ort beim Festival war ich ja leider gar nicht beim Lesezelt. Ich war. Ja, du wurdest vermisst. Tatsächlich haben einige der Künstler gefragt, wo ist denn die Muriel? Ja, das war wirklich auch ein bisschen schade, weil ich jetzt irgendwie gar nicht so in dem Moment gesehen habe, wie meine Vorarbeit überhaupt gelaufen ist. Also, yeah, habe ich es überhaupt gut gemacht oder nicht. Aber ich hatte trotzdem einen ganz anderen coolen Job. Ich war im Festivalbüro. Das heißt, ich war so Ansprechperson für die ganze Crew. Also, wir haben geguckt, dass es denen gut geht, dass sie einchecken, dass sie pünktlich bei ihren Schichten sind, mit den Kassen, dass die Geld mitnehmen und die Tickets zählen und so. Also, es war wirklich ein cooler Job, so um einfach die ganze Struktur beim Festival mal mitzubekommen. Auch nochmal anders als der Job beim Kreuz, über den wir ja auch noch sprechen werden. Aber auch bei dir fangen wir ganz vorne an. Du bist auch eine gebürtige Fuldaerin. Ja, genau. Also ich komme eigentlich auch direkt aus Fulda, also aus Sickels, für die, die es noch genauer wollen. Ja, also ich bin aus Marianum gegangen, habe da zuerst einen Realschulabschluss gemacht. Und da muss man in der 10. Klasse auch ein Praktikum machen. Und wie Madeleine auch, habe ich mich dazu entschieden, das im Kreuz zu machen. Ich weiß mir jetzt nicht mehr genau, wie ich aufs Kreuz gekommen bin. Aber ich bin super froh, dass ich da gelandet bin. Und seitdem war es auch einfach total fest, dieser Wunsch bei mir,
in die Veranstaltungsbranche zu gehen. Also es steht auch in meiner Abi-Zeitung drin, dass ich Eventmanagerin werden möchte. Oh. Und ja, ich bin super froh, dass ich mich gegen das Studium entschieden habe und ja, die Ausbildung angefangen habe. Du hast aber erst angefangen zu studieren und hast dann gemerkt, das ist doch nicht das Richtige für dich? Ja, also genau, ich war auch noch ein Jahr im Ausland und habe dann überlegt, was könnte ich machen und wollte eigentlich gerne die Ausbildung dann direkt beim Kreuz machen, aber da, es war halt kurz vor der Pandemie oder ich glaube, die Pandemie hatte da schon angefangen und da wurde mir halt gesagt, hey, ist zu instabil, wir wissen es noch nicht, wir können es irgendwie nicht versprechen und dann dachte ich mir, okay, dann fange ich mal an zu studieren. Habe auch in Fulda studiert, Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt interkulturelle Beziehungen. Ja, aber als ich dann gehört habe, da ist doch eine Ausbildungsstelle frei, habe ich schnell mal wieder umgeswitcht. Ja, scheiß aufs Studium, nein, in die Arbeit. Das Kreuz ist ja auch extrem wichtig, auch ein wunderbarer Arbeitgeber und ein wunderbarer Ort einfach für Menschen. Wunderbarer Ort für Menschen ist auch der Tanzboden, die Tanzfläche, Madeleine. Du hast es ein bisschen abgetan, so. Das war ja, hast du auch mal gemacht, aber Tanzen ist eigentlich auch immer mit deine größte Leidenschaft gewesen, oder? Ja, das stimmt. Also ich bin sozusagen auch mehr oder weniger in der Tanzschule so groß geworden, eben durch meine Tante. Und genau, habe tatsächlich mit 2 Jahren schon mit Ballett angefangen und habe das dann auch so bis ich 13, 14 war auch gemacht. Aber dann genau, habe ich in der Zwischenzeit auch mit Hip-Hop angefangen und dann so mit 16 auch mit Street Jazz und bin tatsächlich auch in einer Meisterschaftsgruppe gewesen. Genau, wo wir eben auf deutsche Meisterschaften gefahren sind, aber auch auf Europameisterschaften und ja, haben eigentlich immer auch ganz gut abgeschnitten. Auch gewonnen? Ja, die Vorrunden haben wir gewonnen. Und dann das sind die wichtigen, das sind die entscheidenden Runden. Nee, aber genau, Gruppen aus unserer Tanzschule haben auf jeden Fall schon gewonnen. Ich wurde leider nur Zweiter. Was du aber auch gemacht hast, um dich da kurz zu unterbrechen, was ich auch extrem wichtig finde, was auch einem sehr viel gibt, du hast auch unterrichtet sogar schon da an der Schule. Ja. Wie kam das? Ja, genau. Also tatsächlich wollte ich damals eher nur so für mich tanzen und habe das auch super gerne gemacht. Aber dann wurde irgendwann halt in der Tanzschule gesagt, hey, wir brauchen irgendwie Nachwuchscoaches, weil natürlich auch viele jüngere Leute nachkommen. Und dann wurde ich angesprochen und habe mich dann auch irgendwie so dafür interessiert. Und wir sind dann auch auf ein Seminar gefahren nach Berlin. Und es war einfach irgendwie so zu dem Zeitpunkt auch das Passende, weil ich auch super viel getanzt habe und eben alles bei mir in Fulda war, obwohl ich ja aus dem Dorf komme. Und es hat sich einfach angeboten und auch die Tanzstunden mit den Kindern haben, also finde ich, geben einem sehr viel, auch wenn das natürlich viel Vorarbeit ist und während der Stunde vielleicht auch manchmal viel Stress, vor allem als ich damals mit einer damaligen, sag ich mal, auch Coach so, eine Meisterschaftsgruppe auch trainiert habe. Ist natürlich auch viel Vorarbeit, viel Stress, aber genau auf den Meisterschaften oder dann auch auf Tanzshows sieht man dann eben so das Endprodukt und auch so, dass es den Kindern Spaß macht und dass sie gerne zu dir kommen. Das fand ich immer ganz toll. Als ich dann aber die Ausbildung auch angefangen habe und ich mich dann auch eher auf, sag ich mal, mich fokussieren wollte mit dem Tanzen und mit den Meisterschaftsgruppen, habe ich dann eben aufgehört. Es war natürlich auch sehr schade, aber rückblickend war es halt einfach cool, dass ich das auch gemacht habe, um irgendwie auch so die Coaches auch so zu verstehen. Genau. Sehr schön. Tanzen, das ist vielleicht nicht unbedingt eine Leidenschaft von mir. Ich würde sagen, ich kann es nicht so gut, vielleicht wenn ich betrunken bin. Aber was ich auch gemacht habe, und da schließt sich ein Kreis mit uns, lieber Muriel, kommunalpolitisch war ich auch aktiv und das bist du tatsächlich auch immer noch. Also ich meine, dein Vater sollte man hier in der Stadtpolitik kennen, aber du eiferst ihm ja auch nach und auch in der richtigen Partei, wie ich finde. Mir wurde das natürlich so ein bisschen mit in die Wiege gelegt, würde ich mal sagen. Mein Papa, der ist schon, oh Gott, ich glaube, seit wir geboren sind, mein Bruder, ich glaube 25 Jahre schon, kommunalpolitisch aktiv. Und hat uns da aber immer so den Freiraum gelassen zu überlegen, ob wir uns auch darin wohlfühlen oder nicht. Und ich habe vor 2 Jahren jetzt den Entschluss
geschlossen, sagt man das so? Gefasst. ja, es auch mal auszuprobieren, weil ich finde, gerade in so einem Parlament ist es super wichtig, dass einfach, ja, dass die ganze Stadt abgebildet wird und auch verschiedene Altersgruppen, verschiedene Menschen und ja, leider wurden nicht so viele Jugendliche da drin repräsentiert und dann dachte ich, ich traue mir das irgendwie zu und will einfach mal probieren, auch die Stimme der Jugend ein bisschen voranzubringen und da einfach Ideen mit reinzubringen. Ja, und es hat bis jetzt eigentlich ganz gut geklappt. Es ist schon sehr, sehr zeitaufwendig auf jeden Fall. Man kriegt auch super viel mit über die Stadt. Aber es ist echt spannend zu sehen. Und ja, ich bin auch im Schul-, Kultur- und Sportausschuss gelandet, was natürlich für mich auch super gut passt, ja, weil ich ja einfach in der Kulturbranche auch sehr viel mitbekomme. Und ja, auch im Tennisverein bin und so. Das heißt, das ist auf jeden Fall der Ausschuss, wo ich mich am wohlsten fühle und wo ich auch glaube, dass ich am meisten ja, irgendwie verändern kann. Bist du die jüngste Stadtverordnete, oder? Nee, ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch einen bei der SPD, der jünger ist. Bei der SPD sogar. Ja, die haben auch jemand jung tatsächlich. Ja, das tatsächlich. Ist echt cool. Ja, sehr schön. Es ist ja auch ein bisschen verjüngt worden. So ein bisschen schon, kann man sagen, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, wie es ja auch hätte sein können. Ja, ja, das stimmt. Aber auch dir macht die Kommunalpolitik noch Spaß. Und du, ist es eine Richtung, die dich vielleicht später mal hinführen könnte? Oder ist es tatsächlich die Veranstaltungsbranche? Also ich finde es auf jeden Fall ein sehr guter Ausgleich so, aber ich sehe mich jetzt nicht da, dass ich irgendwie das als Job mal in die Richtung gehen will. Ich habe auch für mich so ein bisschen gemerkt, dass ich nicht jemand bin, der so unbedingt in der ersten Reihe irgendwie steht, sondern auch gerne einfach so im Hintergrund recherchiert und Sachen mitmacht. Und das passt natürlich auch perfekt zu unserem Job, weil letztendlich stehe ich am Ende nicht auf der Bühne, sondern ich gucke, dass alles im Vorfeld klappt und dass die Person gut auf die Bühne kann und da eine schöne Show machen kann. Und in der Position fühle ich mich auch in der Politik sowie auch im Job irgendwie. Dann gehen wir doch direkt in den Job und gehen wir doch in den Hintergrund, denn ohne euch wird es tatsächlich die Veranstaltung hier in Fulda gar nicht so geben. Der Künstler wäre nicht auf der Bühne. Wie sieht die Arbeit genau aus? Ab wann setzt es ein? Also es ist ja so, ich, der Wolfgang und ich sind quasi fürs Booking auch verantwortlich, mit dem Stanley Wortmann mittlerweile auch zusammen. Wir suchen die Künstler aus und dann sagen wir euch so, wir haben jetzt einen Künstler gebucht für den und den Termin, zum Beispiel im Kreuz, Madeleine, und sagen wir so, wie geht's weiter? Wie sieht eure Arbeit genau aus? Ja, genau. Also wie du eben schon gesagt hast, meistens bekommen wir dann eine Mail von dir, Bobo oder Stan, mit dem Termin, der auch schon in unserem Kalender eingetragen ist. Und ihr übergebt uns dann sozusagen den Kontakt zur Agentur. Genau, und dann nehmen wir eben Kontakt zu der Agentur auf, stellen uns erstmal vor, wer wir sind, dass wir die Ansprechpartnerinnen jetzt sind und klären dann erstmal, dass die Veranstaltung, dass wir Pressematerial bekommen, dass es in den Vorverkauf geht, dass alles mit dem Ticketpreis und so weiter geklärt ist. Genau, dann bekommen wir einen Vertrag, die Bühnenanweisungen, wo die ganzen technischen Anweisungen oder Catering-Anweisungen stehen. Genau, da steht dann auch sowas drin wie, okay, weiß ich nicht, kommt ihr mit einem Nightliner, Hotel buchen und so diese ganzen Sachen. Du hast gerade gesagt, geht es in den Vorverkauf, da komme ich auch nochmal auf dich jetzt zu sprechen. Die Veranstaltung geht in den Vorverkauf, aber nicht einfach so, sondern auch das macht ihr tatsächlich. Ja, genau. Also wir haben jetzt auch angefangen, Tickets selber anzulegen. Das heißt, wir haben Zugänge zu den ganzen Systemen. Und ja, dafür brauchen wir eigentlich auch all das, was Madeleine davor schon genannt hat. Man braucht den Ticketpreis natürlich, das Pressematerial. Und wenn ihr dann irgendwie online ein Ticket kauft, dann ist es nämlich genau das Layout, was ihr dann seht, haben wir tatsächlich so angelegt. Also wenn da ein Fehler drauf ist. Dann beschwert euch bei euch und bei den Fehlern, das liegt dann immer nur an euch. Ja, ja, auf jeden Fall. genau, und das ist echt, das haben wir jetzt, ich glaube, dieses Jahr angefangen, das auch selber zu machen. Das ist schon auch irgendwie eine große Verantwortung zu wissen, wenn ich mich jetzt an der Uhrzeit vertippe oder so, dann ist das auf eurem Ticket irgendwie falsch. Aber auch cool zu wissen einfach, dass wir das mittlerweile auch können. Ja, aber sowas, Fehler passieren immer. Also ich weiß, mir ist zum Beispiel vor ein paar Jahren, ich habe es, glaube ich, noch nie öffentlich gesagt, bei einer Dieter-Nur-Veranstaltung, ich habe vergessen, einen ganzen Block im Esperanto in Vorverkauf zu geben. Dadurch, dass es nämlich so war, dass wir in verschiedenen Ticketsystemen verkaufen und ich die Ticketsysteme umgeschichtet habe zwischendrin, ist dieser Block, ist kein großer Block gewesen, aber nie in Verkauf gegangen. Ich habe es nicht gemerkt und es hat keiner gemerkt. Und dann irgendwann bei der Veranstaltung stehe ich da, die Leute kommen rein und ich wundere mich, warum setzt sich denn da oben keiner hin? Und es gab auch schlechtere Plätze und wir haben relativ schnell geschaltet, haben dann Leute, die in den schlechteren Plätzen gesessen haben, einfach nach unten gesetzt und dann war das okay, dann ist es keinem aufgefallen. Aber sowas kann passieren. Und das ist ein grober Fehler, wie man sich dann fühlt, wenn sowas passiert. In einem kleinen Rahmen ja schon unangenehm, wenn man merkt, oh verdammt, ich habe das Ticket noch nicht in Verkauf gesetzt, das sollte eigentlich im Verkauf sein und so weiter. Und auch so Sachen wie,
Veranstaltung, die ihr gerne besucht, auf die ihr euch freut. Und dann ist passiert sowas wie jetzt diese Woche bei Provinz. Das ist ja ein Konzert, auf das wir uns ewig gefreut haben. Und total. Marlene, du bekommst eine Nachricht, die lautete. Ja, dass die genau die Tour eben abgesagt wird. Das war sehr, sehr traurig, weil wir haben uns irgendwie auch alle darauf gefreut. Unser Techniker, wie aus dem Büro irgendwie, weil die waren schon zweimal tatsächlich in Fulda. Einmal im Kreuz auch und einmal auch bei Kultur findet statt letztes Jahr. Ich glaube, im letzten Jahr. Und genau, wir haben uns super auf diese Veranstaltung gefreut, weil es eben auch eine große Produktion ist und auch super cool, dass sie so nach Fulda kommen, dass wir das so hinbekommen haben. Genau, genau, Krankheitsbedenken mussten die eben absagen. Ich meine, es ist so, wenn es jemandem nicht gut geht, dann ja, ist es manchmal so, aber darauf hätten wir uns dieses Jahr sehr gefreut. Ja, das ist sehr schade. Wir alle. Wie sieht's aus, wenn dann so eine Veranstaltung abgesagt wird? Da müsst ihr auch umgehend handeln. Das seid ja dann auch ihr, die dann als erstes gefragt sind. Auf jeden Fall. Also es ist natürlich auch super wichtig, erstmal, dass man mit der Kultur Rücksprache hält. So, was ist der Grund, was soll nach außen kommuniziert werden? Und dann im nächsten Schritt müssen wir natürlich auch sicher gehen, dass die ganzen Gäste davon mitbekommen, weil da gibt es auch echt viele Leute, die bestimmt auch von weiter her irgendwie anreisen. Das heißt, wir müssen gucken, dass auf allen Plattformen, wo die Veranstaltung angekündigt wurde, auch wieder gesagt wurde, hey, findet leider doch nicht statt. Also auf Social Media, auf unserer Homepage, vielleicht bei der Zeitung sogar. Und natürlich auch den Ticketverkauf, falls es noch Tickets gab, stoppen. Und ja, gegebenenfalls an der Veranstaltung auch trotzdem vor Ort sein, ein paar Stunden, falls leider doch jemand kommt. Das hatten wir jetzt auch letztens, dass eine Veranstaltung ganz kurzfristig abgesagt wurde. Das war bei Markus Krebs, da wart ihr beide dann ja auch vor Ort. Und genau. Dann den traurigen die Menschen. Traurigen, die gute Nachricht überbracht. Ja, das war auf jeden Fall echt krass. Also da waren auch manche Leute, die wirklich Tränen in den Augen hatten. Und es war ein Geburtstagsgeschenk. Und da mussten wir beide auch erstmal schlucken und so. Ja, sorry, findet leider nicht statt. Das war echt ja, wegen Krankheit auch kann man Nee, Gesundheit geht vor, das ist so. Wie sieht der Alltag aus, wenn es eine Veranstaltung gibt? Machen wir jetzt mal ein Beispiel vom Kreuz und Kulturkeller. Es ist der Veranstaltungstag. Was müsst ihr tun? Ich fange einfach mal kurz im Kulturkeller an, weil es passt auch heute, weil heute auch eine Veranstaltung ist. Aber es kommt immer darauf an, wann die Künstler ankommen, also was für eine große Produktion das auch ist. Heute zum Beispiel sind es nur zwei Künstler, die werden so gegen 18 Uhr ankommen. Das heißt, ich bin dann schon immer als erstes vor Ort, habe vorher ein Catering eingekauft, also ein paar Snacks und Getränke. Das macht man dann einmal am Backstage irgendwie ready, dass es da schön aussieht, dass sie sich da auch wohlfühlen. Und genau, sobald die dann kommen, zeige ich denen einmal, wo das Backstage ist, die Bühne, mache die mit dem Techniker vertraut, dass sie sich absprechen können, guck, dass die rechtzeitig Soundcheck machen, dass sie rechtzeitig essen können und ja, dass dann das Einlasspersonal auch da ist, dass wir dann pünktlich im Kulturkeller, es ist meistens 19.30 Uhr, irgendwie mit dem Einlass beginnen können und ja, guck einfach, dass alles so gut ist, dass der Künstler um 20 Uhr dann auf der Bühne stehen kann, dass alle Gäste vorher da sind, ihren Platz gefunden haben. Das ist quasi, Kulturkeller ist relativ ähnlich da, die Veranstaltung, weil die von der Größenordnung alle relativ gleich sind. Manchmal sind ja auch regionale Künstler, das ist nochmal so ein bisschen anders. Aber du bist ja auch vor allem in der Vorbereitung oder auch Durchführung bei noch größeren Sachen manchmal verantwortlich. Orangerie ist tatsächlich ja gar nicht so ein großer Unterschied jetzt zum Kulturkeller, wenn man so will, oder zum Kreuz, aber auch trotzdem eine Größenordnung. Da kann es ja auch passieren, dass ein Einlasspersonal später kommt, wenn ein Vorgesetzter von dir, wie letzte Woche passiert. Wie jetzt zum Beispiel Shaggy. Zum Beispiel unserem tollen Felix gesagt, ich sei um 19 Uhr das Einlass, dabei war um 18 nur schon da und dann stehst du da und dann kommt der Künstler nicht. Ja. Der Künstler. Also gut, Felix ist auch ein kleiner Künstler. Der ist ein kleiner Künstler auf jeden Fall. Und auch das gehört natürlich dann dazu. Da muss man schalten und walten, wenn Fehler passieren. Wie ist der Alltag bei großen Veranstaltungen? Du hast Nightliner angesprochen. Nightliner sind ja quasi diese großen Busse, in denen die Künstler auch übernachten. Genau. Tatsächlich hatten wir letztens auch wieder eine Nightliner-Produktion, Wilhelmine. Genau. Also der Alltag ist, sage ich mal, ziemlich ähnlich wie der zum Kulturkeller. Also der Ablauf ist eigentlich immer gleich. Nur die, ja, der Größenumfang, der ist einfach anders. Und man muss für mehr Leute planen, sprich mehr Catering einkaufen. Steht dann auch alles in der Catering-Anweisung immer. Und zum Beispiel die kam um 8 Uhr mit dem Nightliner an. Da ist es so, dass die sich hinters Kreuz gestellt haben. Das heißt, ich musste am Vortag natürlich auch den Bereich absperren, damit eben ja klar ist, wo die sich erstmal hinstellen und ja, dass die überhaupt einen Platz haben. Strom. Strom brauchen die für den Nightliner. Genau, sowas
an sowas muss man eben dann im Vorhinein denken und auch am Vortag eben auch schon bereitstellen, weil die dann vielleicht auch in der Nacht schon ankommen. Und genau, Get-In war dann um 10 Uhr. Da war ich dann da mit unserem Techniker Andi und genau, erstmal das ganze Venue zeigen, also den Saal, das Backstage, die Toiletten, so die wichtigen Sachen eben. Genau, dass die immer genügend Essen eben haben und mich auch vor allem vorstellen als Ansprechperson, wenn irgendwas sein sollte. Mhm. Und genau, über den Tag ist es dann eigentlich fast der gleiche Ablauf wie im Kulturkeller, nur dass es sich einfach länger zieht, weil die länger brauchen für den Aufbau von der Technik. Vielleicht muss noch bespult werden, das war jetzt bei dem Konzert jetzt logischerweise nicht. Genau, und dann eben Frühstück, Mittag, Abendessen und so weiter manage ich dann eben. Meistens ist dann auch vielleicht Muriel mit dabei, aber an dem Tag hatte sie selbst eine Veranstaltung. Genau, und kommen dann irgendwann die Tresenkräfte, Einlasspersonal und eventuell auch Securities bei so größeren Veranstaltungen vor allem. Und genau, und dann beginnt der Einlass. Da hat er schon um 19 Uhr tatsächlich begonnen. Im Kreuz machen wir das meistens auch um 19.30 Uhr, aber wenn es so große Veranstaltungen sind, natürlich auch schon früher. Das ist auch wie in der Orangerie. Hm. Und genau, und ich bin dann sozusagen dafür zuständig, dass die Zeiten eingehalten werden, also dass der Einlass pünktlich startet und dass die Künstler pünktlich auf die Bühne gehen, vielleicht auch einfach nochmal mit dem Tourmanager oder mit der Tourmanagerin quatschen, falls noch Leute fehlen, weil wir das natürlich auch immer auf unseren Ticketscannern dann sehen, wie viele Leute drin sind. Und ja, mit den Technikern immer in Kontakt bleiben und dann, wenn man das gut vorbereitet hat und wenn man in Kontakt mit allen ist, dann läuft das auch meistens. Meistens. Natürlich kann immer mal sein, dass irgendwas passiert, Unerwartetes. Da muss man ja natürlich auch reagieren. Wie ist es für euch? Also wenn ihr so einen Moment habt, wo es mal nicht funktioniert, wo irgendwas fehlt, wo ihr merkt, Kacke. Vielleicht muss ja nicht unbedingt euer Fehler sein, aber ihr seid ja der Verantwortliche der Produktion. Ja. Wie geht man damit um? Also im besten Fall erstmal mal kurz durchatmen, weil man dann oft dazu neigt, irgendwie probieren, die Schuld zuzuweisen, aber das bringt in dem Moment natürlich irgendwie gar nichts. Ist immer gut zu wissen, dass einfach eine Crew vor Ort ist, mit der man sich gut versteht und dass man einfach weiß, sobald irgendwas auffällt, es einfach ansprechen und dann gucken, wie man gemeinsam eine Lösung finden kann. Ich erinnere mich noch daran, vor ein paar Wochen war auf einmal bei mir im Kulturkeller kein Thekenpersonal. Und ich habe immer so auf die Uhr geguckt, dachte mir so, ja, irgendwie müsste doch jetzt mal langsam jemand kommen. Das war hoffentlich nicht mein Fehler oder war es auch mein Fehler? Ja, teilweise. Aber ich bin immer zumindest da, wenn ihr Fragen habt. Nee, es konnte auf jeden Fall gelöst werden. Ich glaube, Madeleine, wir haben dann, glaube ich, telefoniert. Das Thekenpersonal war am Kreuz. Stimmt, beide waren im Kreuz. Genau, und dann... Ich bin mir sicher, die wussten, dass einer von denen eigentlich im Kulturkeller sein soll. Aber kann mal passieren. Ja, aber durch Kommunikation hat alles geklappt. Ja, genau. Und da wird im Endeffekt immer alles gelöst. Und was man auch im Endeffekt, kann man auch einfach ehrlich sonst mit den Gästen sein. Hey, sorry, es tut uns leid, das war ein Fehler unsererseits. Total. Es kommt sofort jemand, wir helfen euch. Und ich glaube, wenn man da lösungsorientiert rangeht, findet man da immer einen guten Weg. Und vor allem immer Ruhe bewahren, vor allem auch vor den Künstlern und vor den Tourmanagern oder auch vor BesucherInnen so. Genau, weil das Wichtigste ist eben an dem Tag erstens, dass es den BesucherInnen gut geht und dass die Show genießen, aber auch, dass die Künstler zufrieden sind. Mhm. Und im Endeffekt ist man dann irgendwie so dafür zuständig, um die, wie nennt man das, die Bögen zu glätten. Schön, dass hast du das gesagt. Ihr habt ja mich ein paar Mal auch nachts schon mal angerufen, wenn irgendwas war. Normalerweise, das wollte ich eigentlich auch nicht so laut sagen, gehe ich nicht ans Telefon, wenn ich mich nachts anrufe. Bei euch beiden mache ich das auf jeden Fall immer. Ruft alle Shaggy nachts an. Nein, du machst das auf keinen Fall. Macht das auf keinen Fall. Ihr zwei dürft das weiterhin auch machen. Lass uns noch mal weitergehen, denn das Konzert ist dann vorbei, aber damit ist eure Arbeit ja noch nicht vorbei. Denn die Arbeit geht ja noch weiter. Ja, richtig. Also... meinst du jetzt am Veranstaltungstag? Oder? Ja, am Veranstaltungstag, wenn vorbei ist, ist es okay. Also abschließend aufräumen, ist klar, so Sachen. Die Personal möglicherweise auszahlen, wenn das war. Aber danach ist es ja immer noch nicht vorbei mit der Veranstaltung. Genau, danach schaut man natürlich, dass die Abrechnung gemacht wird und man in Kontakt wieder mit der Agentur tritt und vielleicht auch so ein kleines Feedback gibt, wie die Veranstaltung lief. Dass hier die Abrechnung kommt, die stellen uns die dann eben in Rechnung. Und wenn wir uns das so vorstellen können, wenn die Veranstaltung gut gelaufen ist,
dann schaut man eben auch nach einem möglichen neuen Termin und entweder machen wir das dann auch und fragen direkt nach, so hey, wie sieht's aus, neuer Termin vielleicht für die neue Tour oder was auch immer, vielleicht ist der Künstler auch in der Zeit am Wachsen, dass man das eben vom Kulturkeller direkt ins Kreuz irgendwie so leiten kann, aber manchmal leiten wir das einfach dann auch direkt an dich, Shaggy, oder an Vovo weiter, weil ihr ja so die Booker seid, genau. Ja, wir kriegen dann meistens so als Antwort, ja, vielen Dank, das Konzert war toll, Künstler hat sich super wohl gefühlt. Nochmal liebe Grüße an Madeleine oder Muriel, die beiden sind einfach großartig. Das ist tatsächlich ein sehr häufiges Feedback. Also das ist, ohne jetzt einschleimen zu wollen, tatsächlich ein sehr, sehr häufiges Feedback. Ihr liebt euren Job, oder? Kann man so sagen? Wo seht ihr euch in 3-4 Jahren? Oh, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich habe auch schon mal überlegt, in welcher Richtung ich das irgendwie gerne weitermachen will. Also ich will auf jeden Fall in der Veranstaltungsbranche bleiben. Fühle mich auch wirklich sehr, sehr wohl im Kulturzentrum Kreuz. Ich glaube schon, dass ich auf jeden Fall auch nochmal eine neue Herausforderung irgendwie möchte. Und gerade so diese Festivalumgebung hat mir sehr gut gefallen. Also vielleicht auch irgendwie einfach mal bei einem anderen Festival. Ja, aber das Schritt für Schritt auf jeden Fall. Erstmal die Ausbildung fertig machen. Aber ich muss sagen, ich bin super zufrieden in der Veranstaltungsbranche. Ich finde, es ist so abwechslungsreich einfach, also so viele unterschiedliche Konzerte, zu manchen wäre ich privat vielleicht gar nicht hingegangen, weil ich es einfach nicht mitbekommen hätte. Ja. Und dadurch habe ich so viele Künstler und Kategorien und Genres kennengelernt und das ist einfach sehr bereichernd. Das glaube ich gerne. Wie ist es bei dir? Ja, bei mir ist es ziemlich ähnlich. Also ich bin sehr froh, dass ich so in diese Branche und auch so in diese Kulturbranche so gerutscht bin, weil das eben, wie Muriel schon sagt, super abwechslungsreich ist und ich auch immer mehr merke, dass es einfach auch das ist, worin ich auch gut bin. genau, hoffe ich zumindest. ja, oder was mir liegt oder was ich mag zumindest. Genau, ich finde die Frage immer sehr schwierig. Ja. Wo siehst du dich in 3 Jahren? Das kann ich gar nicht beantworten, weil es kann immer irgendwas passieren oder dass ich doch irgendwie doch nochmal in eine andere Stadt ziehe oder irgendwie in einem Jahr sage, ach, okay, nein, ich fange, also auf jeden Fall werde ich nicht als Ärztin anfangen, aber ich werde jetzt Ärztin. Nee, aber genau, gerade ist es ja so, dass ich nach der Ausbildung festangestellt beim Kreuz jetzt arbeite und so soll es auch erstmal, denke ich, die nächsten 1-2 Jahre auf jeden Fall bleiben und danach ja, schaut man mal, wo es sich hinzieht. Ich meine, die Kulturbranche ist halt super groß, es gibt super viele unterschiedliche Dinge, die man machen kann und ich glaube, das zeigt sich dann. Das zeigt sich dann. Dann lass uns nicht in die Zukunft blicken, sondern einfach nochmal kurz in die Vergangenheit. Gibt es besondere Highlights, an die ihr euch erinnert? Konzerte, die euch besonders Spaß gemacht haben, die ihr wirklich positiv in Erinnerung behalten werdet für immer? Willst du anfangen? Ja. Ich glaube, unsere Meinung ist ziemlich gleich. Ja, ist mal mein Solo-Auftritt. Shaggy's Solo-Show. nee, also ich habe ja schon gesagt, dass Provinz schon zweimal da war. Das war super cool, weil man eben abgesehen vom Konzert auch ja, viel Kontakt auch mit den Künstlern oder auch mit der Crew hat. Genau, Jeremias war ja auch schon bei uns im Kreuz. Es war auch sehr cool, dann auch den ganzen Tag Ansprechpartnerin zu sein und irgendwie so auch mal so hinter die Kulissen zu gucken, wie es dann wirklich ist. Auch so von Künstlern, die man auch schon vorher irgendwie gehört hat. Genau, ansonsten müsste ich nochmal überlegen. Aber auch ich finde auch viele, sage ich mal, eher kleinere Veranstaltungen richtig schön, weil das in so einem, ja, engen Rahmen und so einem privaten Rahmen schon fast wie so ein Wohnzimmerauftritt ist und das finde ich auch immer sehr schön. Fällt mir jetzt gerade nicht so viel ein, außer die Veranstaltung Nizar fand ich auch sehr cool, weil ich ihn auch einfach sehr witzig finde. Ja, auch ein sehr guter, witziger Künstler. Ja. Wie ist es bei dir, Muriel? Also ich muss tatsächlich zuerst an die Leoniden-Show denken. Ja. Das war nämlich letztes Jahr im Museumshof und ich glaube, das war auch mein allererstes Konzert irgendwie, wo ich so irgendwie als Teil der Crew dabei war. Und deswegen ist es einfach so ein bisschen in meinem Kopf geblieben, weil das wirklich, ich zum ersten Mal so eine Show mitbekommen habe und die Künstler auch so im Backstage erlebt habe und die war so lieb einfach und freundlich und da war ich wirklich so krass, das war, glaube ich, echt eine richtig gute Entscheidung, hier anzufangen und da war ich auch zum ersten Mal so den ganzen Tag dabei und es war ja auch so eine Open-Air-Show, das heißt auch mal irgendwie was ganz Neues, wo ich früher einfach auch noch nie war und ja, da durfte ich Nina den ganzen Tag einfach begleiten und ja, war halt auch ein super Konzert und das hat sich einfach ja sehr so in meinen Kopf gebrannt.
habe ich auch noch positiv in Erinnerung. Wie fühlt ihr euch von Seiten vom Kreuz so aufgehoben, wie auch behütet? Und ich meine, ihr kriegt ja oft sehr viel, ihr habt schon am Anfang gesagt, Verantwortung. Ihr habt ja auch Kultur für den Stadtproduktion auch schon komplett alleine durchgeführt. Wie fühlt ihr euch da aufgehoben und beschützt? Also sehr gut auf jeden Fall. Ich habe da immer auch einen ganz guten Vergleich, oder du hattest ja auch, Madeleine, so in der Berufsschule, wenn man da irgendwie von seinen MitschülerInnen was hört, dass die nur Tagungsräume mit Getränken einräumen oder, keine Ahnung, nur im Büro sind und da aber auch wirklich immer geguckt wird, dass sie ja auch 8 Stunden da sind und irgendwie gar nicht auf Veranstaltungen sind, da merkt man immer erstmal, wie, ja, das einfach überhaupt nicht selbstverständlich ist, was wir hier für Aufgaben bekommen. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie auch, als ich im August angefangen habe, dann auch, ich glaube sogar schon im Oktober, eine Veranstaltung alleine durchführen durfte. Und ich war irgendwie total begeistert so von dem Vertrauen, das einem entgegengebracht wurde. Wobei man aber auch nicht alleingelassen wird. Und ich finde, das ist so ein, also es ist schwierig, diese Balance zu finden, dass man einerseits sagt, hey, wir trauen dir das zu, aber dass man auch weiß, wenn irgendwas ist, oder wie du ja auch schon gesagt hast, Shaggy, wir können dich ja auch immer anrufen, wenn wir irgendwie nicht weiter wissen. Und ich finde, das ist schon ein sehr besonderer Arbeitsplatz. Und auch, dass man sich einfach die Zeit so selber einteilen kann und gucken kann, hey, ich bin jetzt heute Abend lang bei einer Veranstaltung, dann komme ich halt morgen später ins Büro und dann klappt das auch trotzdem alles. Ja, ist der Vertrauensweis auch da. Wolfgang, Katja, die vertrauen uns ja auch allen komplett. Ja. Die wissen ja auch, dass wir auch das Kreuz lieben. Das ist ja auch, glaube ich, das ist ja das Familiäre am Kreuz. Mhm. Ich meine, es wird ja wahrscheinlich ähnlich. Mhm, auf jeden Fall. Also bei mir ist es eigentlich genau gleich wie bei dir. Also ich finde, das ist so das perfekte Maß an Vertrauen irgendwie, was einem gegeben wird, wo man dann auch am Anfang war ich auch sehr so, oh, okay, ich soll jetzt schon direkt eine Veranstaltung durchführen. Ja. Aber andererseits ist das ja auch irgendwie, wenn man dann, sag ich mal, immer mehr Verantwortung bekommt, auch irgendwo so eine Bestätigung, dass man das auch gut macht, was man macht. Und trotzdem ist es halt so, dass wir immer wissen, okay, wir sind jetzt zwar für die Produktion verantwortlich und für die Vorarbeit, aber wenn was ist, können wir immer fragen, ohne dass es blöd ist, weil wir jetzt die Aufgabe haben. Also ich finde, das Kreuz ist halt auch irgendwie wie so eine große Familie und sehr familiär und trotzdem hat man so diesen gesunden Abstand zu diesem Privaten, aber Privaten und Arbeits... Ja, auch zu beruflichen. Genau, beruflichen. Genau. Also ich fühle mich da auch sehr aufgehoben und sehr behütet, wie du es gesagt hast. Genau, vor allem auch bei so großen Produktionen ist es halt auch wichtig, einfach zu kommunizieren und lieber einmal mehr Rücksprache halten irgendwie als einmal zu wenig. Wie gesagt, es fällt ja einem dann spätestens am Veranstaltungstag auf. Genau. Ja, vielen Dank für diesen Einblick in eure Arbeit anhand einer Veranstaltung jeweils. Aber man muss ja dazu sagen, das hört sich schon viel an, aber wir haben ja nicht nur eine Veranstaltung im Jahr, sondern wir haben ja in richtig guten Zeiten, in normalen Zeiten, über 300 Veranstaltungen als Veranstaltungsvolumen. Das ist ja schon verrückt und das ist auch zum Großteil auch euch, wie gesagt, zu verdanken dafür, dass ihr einfach großartige Arbeit macht. Deswegen war es mir auch wichtig, euch hier in diesen Podcast einfach mal einzuladen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, danke dir. Danke. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playliste bei Spotify aussuchen. Madeleine, welchen Song hast du dir denn ausgesucht und warum? Ja, ich habe mir den Song Supermodel von SZA ausgesucht. Den werden wahrscheinlich nicht so viele kennen. Genau, SZA ist eine berühmte R&B-Künstlerin aus den USA. Und da geht es um Liebe und Herzschmerz und ich mag einfach ruhige Musik und gefühlvolle Musik deswegen. Ja. Sehr gut, kommt auf die Playlist. Liebe und Herzschmerz ist auch ein Thema bei deinem Song, den du ausgesucht hast. Ja, nix so schon, Muriel. Was ist dein Song? Oh, ich glaube, für Martin und ich war das beide echt schwer, so einen Song rauszusuchen, weil wir beide so unterschiedliche Musikgeschmäcker auch haben und ich 1000 Lieder im Kopf hatte auf einmal. Aber ich habe die Künstlerin Paula Hartmann dieses Jahr irgendwie für mich entdeckt und dann hat sie mit einem meiner anderen Lieblingskünstlern Casper ein Lied zusammen gemacht, das kein Happy End heißt. Und dann dachte ich mir, okay, das muss auf jeden Fall auf die Playlist. Ja, kein Happy End kommt auf die Playlist. Ein Happy End haben wir aber hier im Podcast, denn wir sind am Ende angekommen und es war super interessant, da mal reinblicken zu können. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören euch. Ihr dürft euch bei den Hörern verabschieden. Wer mag zuerst? Oh wow, es gibt Abschlussworte. Danke fürs Zuhören und kommt auf unsere Veranstaltung.
Ja, meistens sind Moril und ich da. Genau, wir freuen uns auf euch. Schön, dass wir euch hier einen Einblick geben konnten. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zu der Ausbildung habt, dann schreibt dann die Info. Sprecht die beiden, nein, das bin ich. Sprecht die beiden an, sprecht sie auf Veranstaltungen an. Habt ihr richtig verstanden? Die können auch zu euch kommen und sagen, hey Moril, ich habe den Podcast gehört, das ist super sympathisch. Voll gerne, also wir brauchen doch immer Leute in der Veranstaltungsbranche. Aber nur gute Rückmeldungen bitte. Nein, Spaß, war nur ein Spaß. Nee, ihr könnt uns gerne ansprechen, auf Veranstaltungen nur. Wenn wir nicht zu gestresst sind.